Die letzten Worte, die man in seinem Leben spricht, sind eine ziemlich große Sache, also sollte man sich etwas Gutes einfallen lassen. Im Fall dieser Prominenten hinterließen ihre letzten Worte einen ziemlich beängstigenden Eindruck bei ihrer Familie, Freunden und Fans. Old Blue Eyes Francis Albert Sinatra hatte eine wirklich atemberaubende Karriere. Als Teenager begann er, Musik zu machen und Mitte 20 begann er, von nah und fern Aufmerksamkeit zu erregen. Während der Kriegsjahre in den 40er Jahren wurde er zur Sensation und startete eine Karriere, die erst richtig zur Ruhe kommen sollte, als er in den 90er Jahren gesundheitliche Probleme hatte. Am Ende seines langen und bewegten Lebens waren Sinatras letzte Worte nur wenige und wurden nur zu seiner trauernden Frau Barbara gesprochen. Sinatra lag nach einem Herzinfarkt im Krankenhausbett in Los Angeles und sagte: "Ich verliere es." Sinatra verlor das Bewusstsein und starb kurz nachdem er diese Worte gesprochen hatte, was eine Vorahnung seiner Situation zeigte, die eigentlich als tröstlich angesehen werden kann. Apple-Mitbegründer Steve Jobs war keine Berühmtheit in herkömmlichen Sinne, zumindest nicht zu Beginn seiner Karriere. Vor den 2000er Jahren wurde Jobs besser als Tech-Unternehmer und Geschäftsmanager definiert und natürlich blieb er diese Dinge bis zum Ende seines Lebens, ein Leben, das im Oktober 2011 durch Bauchspeicheldrüsenkrebs beendet wurde. In den letzten 10 Jahren seines Lebens, als Jobs Apples Einführung von Produkten wie dem iPod, iPhone, iPad und ständige verbesserten Versionen der geliebten Macintosh-Computer vorstand, wurde er zu einer Berühmtheit mit einer fast kultartigen oder fanatiker Anhängerschaft. In seinem charakteristischen schwarzen Rollkragenpullover gekleidet, konnte Jobs die Aufmerksamkeit von Tausenden in den Hörsälen auf sich ziehen und viele weiteren sahen aus der Ferne zu, als er Apples neueste Kreation enthüllte und die Auswirkungen erklärte, die sie für die Welt hatten. We're introducing iPhone 4, the fourth generation iPhone. Am Ende seines 8-jährigen Kampfes gegen Krebs scheint es, als würde er auch in eine andere Welt blicken. Jobs letzte Worte, wie sie von Verwandten gehört wurden, waren: "Oh wow, oh wow, oh wow." Ähnlich wie Frank Sinatra, der zu wissen schien, dass das Ende auf ihn zukam, tat es auch James Brown. Auch Browns letzte Worte waren deren von Sinatra auffallend ähnlich. Am Weihnachtsmorgen 2006 litt Brown unter kongestiver Herzinsuffizienz und äußerte die Worte "Ich gehe heute Abend weg" an seinen langjährigen Freund und Manager Charles Babbitt. Babbitt glaubte zunächst nicht, dass Brown in wirklicher Gefahr war, erkannte aber schnell den Ernst der Situation, als Brown bewusstlos wurde und seinen letzten Atemzug machte. Der Godfather of Soul hatte mehr als ein halbes Jahrhundert damit verbracht, mit seiner Band energiegeladene Auftritte zu veranstalten. Und sein berüchtigter Drogenmissbrauch hatte seinem Körper irreparablen Schaden zugefügt. How did all of this trouble begin? Living in America. Brown war jedoch nicht der Typ, der sich in den Ruhestand begab. Obwohl Brown in den letzten Tagen des Jahres 2006 schwach, verwirrt und dem Tode nahe war, sollte er nur wenige Tage später eine Silvestershow spielen. Wenn man auf das Leben und den Tod von John Belushi zurückblickt, ist es schwer zu glauben, dass der Schauspieler und Komiker bei seinem Tod erst 33 Jahre alt war. Von unvergesslichen Rollen in Filmen wie The Blues Brothers und Animal House bis hin zu seiner Zeit als einer der ursprünglichen 7 Darsteller bei Saturday Night Live ist es leicht zu glauben, dass er viel länger unter uns war. Mehr als ein Jahrzehnt hatte Drogenkonsum und ein allgemein ungesunder Lebensstil hatten dem Körper des Schauspielers zugesetzt und er sah aus, als wäre in den letzten Tagen seines Lebens ein gutes Jahrzehnt älter, als er tatsächlich war. Sein eigentlicher Tod ereignete sich an einer Überdosis Drogen, nachdem ihn ein sogenannter Speedball, eine Mischung aus Heroin und Kokain, injiziert worden war. Seine Freundin und Drogendealerin Catherine Smith war diejenige, die Belushi injizierte und war die Person, die seine letzten Worte hörte: "Lass mich bloß nicht allein." Smith ließ ihn jedoch allein und wurde später wegen Totschlag für den tragischen Tod des Schauspielers Zeit verbüßen. Obwohl sie eine echte Prinzessin wurde, war die Lebensgeschichte von Diana, Prinzessin von Wales, alles andere als ein Happy End. Es war ein Leben, das mit einer unglücklichen Kindheit in einem zerrüttenden Haus begann und in dem sie nach der Heirat von einem Großteil ihrer neuen Familie abgelehnt wurde. Es war ein Leben, in dem die Affäre eines Mannes zu einer schmerzhaften öffentlichen Scheidung führte und ein Leben, das durch eine Tragödie unterbrochen wurde. Was viele nicht wissen, Diana starb nicht unmittelbar nach dem tragischen Autounfall, der von Paparazzi verursacht und dokumentiert wurde. Unmittelbar nach dem Autounfall hatte Diana berichten zufolge Zeit, sich umzusehen und verwirrt zu sagen: "Mein Gott, was ist hier passiert?", als sie die leblosen Körper von zwei anderen Passagieren im Fahrzeug sah. Die genaue Todesursache von Princess Diana war ein Riss in einer Vene in ihrer Lunge, der durch den Unfall verursacht wurde, fanden Ärzte später heraus. Es war eine seltene Verletzung, die hätte vermieden werden können, wenn Diana einen Sicherheitsgurt getragen hätte.
Als Heath Ledger im Januar 2008 an einer versehentlichen Überdosis eines verschreibungspflichtigen Medikaments starb, befand er sich in einem Punkt, an dem seine Karriere in die Stratosphäre hätte starten sollen. Stattdessen wurde es im Alter von 28 Jahren abgebrochen. Seine letzten Worte zeigen, dass der Schauspieler nicht die Absicht hatte zu sterben, aber er war tatsächlich in einem tiefen Zustand der Verleugnung. An seinem letzten Abend sagte der australische Schauspieler seiner Schwester am Telefon: Katie, mir geht es gut, ich weiß, was ich tue. Ledger, der zuvor gesagt hatte, er brauche nur etwas Schlaf, vertraute seine Schwester an, dass er mehrere verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen hatte und sagte seine schicksalhaften und alles andere als genaue letzten Worte als Antwort auf ihre Warnung, so viele verschiedene Medikamente zu mischen. Der für Ledgers erstellte toxikologische Bericht fand zum Zeitpunkt seines Todes eine tödliche Mischung aus Schlaftabletten und Opioiden in seinem System. Als er starb, war Ledger Vater eines Kleinkindes. Er hatte eine Oscar-prämierte Rolle als The Joker in The Dark Knight in der Tasche und alles deutete darauf hin, dass es ihm tatsächlich gut gehe. I think you and I are destined to do this forever. Die Ähnlichkeiten zwischen Leben und Tod von John Belushi und Chris Farley sind so frappierend, dass sie beunruhigend sind. Es ist fast so, als ob das Leben dieser beiden Männer dem gleichen Drehbuch folgte. Wie Belushi schnitt Farley am berühmten Second City Theater in Chicago in der Komödie ab und erlangte dank seiner Jahre als Darsteller bei Saturday Night Live in den 90er Jahren nationalen und sogar internationalen Ruhm. Farley bekam später Hauptrollen in mehreren Filmen, die wahrscheinlich nie vergessen werden, vor allem seine Leistungen neben SNL-Co-Star David Spade in der Komödie Tommy Boy. Tragischerweise war Farley erst 33 Jahre alt, als er an einer schweren Überdosis Drogen starb. Auch seine letzten bekannten Worte sind fast eine Wort-für-Wort-Wiederholung von Belushis. Farleys letzte Worte an eine andere Person waren: Verlass mich nicht. Seine letzten Worte wurden mit einer gemeldeten Sexarbeiterin gesprochen, die, bevor er ihn allein in seiner Wohnung in Chicago sterben ließ, seine Uhr stahl und Fotos von dem Schauspieler und Komiker machte, als er dem Tode nahe auf dem Boden lag. Der Gerichtsmediziner sagte, dass Farley Alkohol, Kokain, Morphium und Marihuana in seinem System hatte, als er starb, nur wenige Monate nachdem er an einem Reha-Programm teilgenommen hatte. Ähnlich wie seine Figur in der Fast and Furious Franchise hatte Paul Walker eine Vorliebe für schnelle Autos. Leider starb Walker 2013, als er gegen einen Laternenpfahl und mehrere Bäume prallte. Seine eigentlichen letzten Worte wurden höchstwahrscheinlich mit seinem Mitunfallopfer Roger Rodas gesprochen, daher wissen wir nur, was gesagt wurde, bevor sie ins Auto stiegen. Als Walker aus einer Wohltätigkeitsveranstaltung herauskam, um eine kurze Spritztour zu machen, rief Walker: Hey, ich bin 5 Minuten zurück, okay? Aber innerhalb weniger Minuten würde Walker tot sein, mit einem Körper, der durch den Unfall so schwer beschädigt war, dass er nicht eindeutig identifiziert werden konnte, bis medizinische Experten die Zahnunterlagen überprüfen konnten. Walker hinterließ seine Tochter im Teenageralter und ein Vermächtnis von Filmen, in denen es um waghalsige Geschwindigkeitsleistungen in Autos ging. Alles an der legendären Modedesignerin Coco Chanel war überlebensgroß, bis hin zu ihren letzten Worten. In Armut hineingeboren, nutzte Chanel ihre unbestreitbaren Fähigkeiten als Designerin und Geschäftsfrau, um ein Imperium zu gründen, das Kleidung, Accessoires, Parfüms und mehr umfassen würde. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Chanel eine Liebesbeziehung mit einem Nazi-Geheimdienstoffizier und als ihr Neffe von den Deutschen inhaftiert wurde, machte sie sogar einen Deal, ihre Kontakte in der europäischen High Society zu nutzen, um als Spion für die Nazis zu arbeiten im Austausch für seine Freilassung. Zum Zeitpunkt ihres Todes im Jahr 1971 war die 87-jährige Chanel oder zumindest ihre Marke ein bekannter Name. Chanel wusste eindeutig, wann das Ende bevorstand, auch wenn sie trotz ihres vorgeschrittenen Alters nicht krank wirkte. Getreu ihrem Charakter waren ihre letzten Worte an Schnörkel, der ein erstaunliches, wenn auch kontroverses Leben krönte. Am 10. Januar 1971 soll Chanel zu ihrem Markt Celine gesagt haben: Siehst du, so stirbt man. Und kurz darauf tat sie genau das. Ihr Bett wurde zum Sterbebett. Die letzten Worte des legendären Schauspielers und Komikers Groucho Marx wären tragisch, wenn sie von den meisten Menschen gesprochen würden, die auf ihren Sterbebetten liegen. Aber als Marx sagte, so lässt es sich nicht leben und damit seinen letzten Witz vor seinem Tod machte. Marx war 86 Jahre alt, als er 1977 starb. Er war seit 2 Monaten bei schlechter Gesundheit und litt unter Atemwegserkrankungen, die sich zu einer Lungenentzündung verschlimmerten, die ihn schließlich töten würde. Marx scheint sich bewusst gewesen zu sein, dass er dem Ende nahe war und seine letzten Worte waren vielleicht das ultimative Beispiel für hervorragendes komisches Timing. Der legendäre Sänger Bob Marley war erst 36 Jahre alt, als er 1981 starb. Eine Tatsache, die kaum zu glauben ist, wenn man bedenkt, welche enormen Einflüsse der Mann auf Musik und Kultur im Allgemeinen hatte. Weniger überraschend ist, dass seine letzten bekannten Worte an seinen Sohn Ziggy weise und traurig waren, kurz bevor er den Komplikationen einer bösartigen Form des Melanoms erlag, die sich im Laufe eines halben Jahrzehnts von einem seiner Zehen über seinen ganzen Körper ausbreitete.
Der Krebs, der Marley tötete, wäre vielleicht behandelt worden, wenn er die Amputation seines Zehs erlaubt hätte, aber sein Rastafari-Glaube verbot eine solche Operation. Und auch im Einklang mit der Art von Botschaften, für die er sich sein ganzes Leben lang eingesetzt hatte, war Marleys letzte Worte an Ziggy: Geld kann kein Leben kaufen. Man kann spekulieren, dass er meinte, dass man mit Geld nicht die Behandlung kaufen kann, die notwendig ist, um das Leben zu erhalten. Aber wahrscheinlich meinte Marley, dass Geld kein Glück und keine Erfüllung im Leben bringen kann. Nur ein gut gelebtes Leben kann das tun. My riches is life, forever. Sagen Sie, was Sie wollen über die Beziehung zwischen John Lennon und Yoko Ono, die die Beatles auseinanderbrachen, oder über Lennons berüchtigte Arroganz. Er war ein ausgezeichneter Musiker und er war ein Mensch, der es verdient hatte, viel länger zu leben. Aber aufgrund der Taten von Mark Chapman, der entschlossen war, eine berühmte Person zu töten und Lennons Kommentaren darüber ablehnte, dass die Beatles größer als Jesus seien, wurde sein Leben beendet. Chapman schoss Lennon am 8. Dezember 1980 mehrmals aus nächster Nähe in den Rücken. Seine letzten Worte galten lange als das herzzerreißende »Ich bin erschossen, ich bin erschossen«. Aber später stellte sich heraus, dass sein letztes gesprochenes Wort auch ein leises »Ja« gewesen sein könnte, das als Antwort auf die Frage, ob er John Lennon sei, geflüstert wurde.